Dieses Schloss ist zur Zeit des Barocks gebaut worden. Das ist die Zeit, in der die Männer weiße Haarperücken trugen und die Kleider der Frauen aussahen wie Sahnetörtchen. Schau dir nur die prächtige Kuppel des Schlosses an. Sie glänzt so schön wie die Schokoladenglasur eines Dickmanns. Ein wahres Märchenschloss. Es gehörte aber keinem König oder Prinzen, sondern dem Finanzminister Nicolas Fouquet. Ein Finanzminister kümmert sich um das Geld des Landes. Und er war nicht irgendein Finanzminister, sondern der des Sonnenkönigs Ludwig des XIV. Als das Schloss fertig gebaut war, lud der Finanzminister Nicolas Fouquet alle Leute zu einem großen Fest ein. Natürlich auch seinen Chef, den französischen König Ludwig XIV. Dieser staunte nicht schlecht über das kostspielige und prächtige Schloss. Er selber hatte kein vergleichbares oder schöneres in seinem Besitz. Das machte den König sehr neidisch. Der Legende nach wurde der Finanzminister kurz nach dem Fest in einen Kerker gesperrt. Und der König baute sein eigenes Schloss genauso um wie das seines ehemaligen Finanzministers. Und noch ein kleiner Tipp. Wenn du einmal in einem barocken Schloss sein solltest, dann achte auf die Türen. Denn die einzelnen Zimmer sind mit fortlaufenden Türen verbunden. Wie ein Tunnel. Wenn man alle Türen öffnet, dann kann man durch alle Zimmer gleichzeitig hindurchschauen.